Wir danken euch sehr für eure Hilfe, für Schuhe und Medizin, die ihr geschickt habt. Am dringendsten brauchen wir aber jetzt Lebensmittel. Auf dem Trafalgar Square in London endete die traditionelle Silvesterfeier für drei Menschen tödlich. Hier hatten sich Zehntausende, meist junge Leute, zur Begrüßung des neuen Jahres versammelt. Plötzlich brach in dem dichten Gedränge eine Panik aus. Sie war vermutlich durch Schlägereien zwischen Gruppen von Randalierern ausgelöst worden. Als die Menschenmenge wenig später versuchte, die Absperrung zu durchbrechen, wurden zwei Frauen zu Tode getrampelt. Ein junger Mann starb an Herzversagen. Einen überwiegend ruhigen Jahreswechsel haben die Bundesbürger verlebt. Die Silvesterfeuerwerk fiel dieses Mal offenbar merklich bescheidener aus. Von einer schlimmen Nacht berichtete lediglich die Berliner Polizei mit 1263 Einsätzen. Die Feuerwehr musste nach Mitternacht sogar einen mehrstündigen Ausnahmezustand ausrufen und in den ersten Stunden des neuen Jahres 491 Einsätze fahren, 120 mehr als im Vorjahr. In den bayerischen Alpen wird traditionsgemäß dem alten Jahr mit Tuba und Trompete kräftig der Marsch geblasen und das neue Jahr begrüßt. Wie hier in Schongau ziehen Musiker von Haus zu Haus und wünschen ein gutes Jahr 1983. Der Brauch verlangt von den Beteiligten Standfestigkeit. Fast vor jedem Haus wird auf das neue Jahr angestoßen. Und hier die Wetteraussichten bis morgen Abend. Ein Niederschlagsgebiet, anfangs Schnee, später Regen, überquert Deutschland von Nordwest nach Südost. Dabei erhöhte glatte Gefahr. Am Alpenrand ist es heute Nacht klar, morgen Vormittag noch sonnig. Tiefstemperaturen im Norden 0 bis 4 Grad, im Süden minus 1 bis minus 6 Grad. Höchstwerte morgen 2 bis 7 Grad. Die nächsten Meldungen zum Sendeschluss gegen 0.20 Uhr. Verehrte Zuschauer, Clint Eastwood, Lee Van Cleef und Eli Wallach sind die Stars in dem Western, zwei glorreiche Halunken, den Sergio Leone, einer der Väter des Italo-Western, 1966 inszenierte. Filme von Leone gehören seit Jahren immer wieder zu den großen Erfolgen des internationalen Kinos. In diesem Spielfilm erzählt Leone vor dem Hintergrund des amerikanischen Bürgerkriegs die Geschichte von Abenteurern, die hinter einem Goldschatz her sind und dabei in einen Kampf auf Leben und Tod geraten.